Hey Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2 und wir sind in der vorletzten Welt mit Peach und vielleicht ist es auch die letzte Welt schon, denn zwei Level ist ein bisschen verdächtig und ich weiß gar nicht, endet das Ganze nicht in einer Wolkenwelt? Wow, wow, wow. So, okay, das hier Ganze sieht doch schon ziemlich, ziemlich ruinenhaft aus. Schon ein bisschen episch, doch. Also so rein vom Äußerlichen würde ich sagen, das könnte auch eine letzte Welt sein. Lassen wir uns überraschen. Aber bisher war es immer so, dass Mario in Mario 8 Welten waren, aber das ist ja nicht das normale Mario, es ist Super Mario Bros. 2. Also ich meine, da kann ja einiges anders sein. Und, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, es wird wieder leichter und, oh, auf die Linke. Schade, ich hätte jetzt einen Pilz gerne gehabt. Dann eben nicht, so. Und jetzt hier durch. Oh, ich wollte nämlich sagen, es sieht ein bisschen leichter aus, aber pff, so genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich werde mal beide killen. Ey, geil. Der hat einen geilen Gesichtsausdruck. Okay, sehen alle gleich aus. Wie doof. Ich dachte, ich habe jetzt irgendeinen seltenen rausgezogen. Komm schon, stirb. Oh, oh Mann. Zu spät. Zu spät. Oh, aber das geht. Das ist cool. Okay. Ja, weil jetzt hätte ich richtig viele Münzen verdienen können. War klar. Ja, meine Fresse. Boah, jetzt möchte ich nicht mein neu gewonnenes Herz verlieren. Mein neu gewonnenes Herz verlieren, wie das klingt. Oh! So. Ist schon ein bisschen nervig mit den Vögeln hier einschränken. Und wo zum Teufel muss ich lang? Boah, ich habe gerade ein richtig fettes Brot gefressen, also... Wow. Ich weiß, manchmal bin ich einfach so verrückt und mach sowas. Und, ach klar, kann ich gebrauchen. Münzen sind immer gut. So, jetzt hier. Ah! Krass, noch einer. Ich will... Ey, wie geil ist das denn? Ich habe 4 Herzchen. Ich wusste gar nicht, dass man 4 Herzchen haben kann, Leute. Aber, hey, gut zu wissen. Und jetzt, um Himmels Willen, wo muss ich lang? Ich finde es ein bisschen verdächtig, dass man immer diese Laborflasche hat. Ich habe die doch gerade auch eingesetzt. Ey. Na und? Ich habe 4 Herzchen. Das macht mir gar nichts aus, Leute. Okay, das klingt schon ein bisschen übermütig. Ich habe 4 Herzchen und ein Leben. Ich Vollidiot. So, ich muss mich mal eben umbringen lassen. Ey, warum habe ich das nicht bedacht, dass ich nur ein Leben habe? Natürlich. Habe ich doch noch von letztem Mal. Aber keine Sorge, ich weiß, wo die Herzchen sind. Von daher ist es auch egal. Das dauert zwar alles ein bisschen länger, aber hey, es sind auch nur 2 Level. Nur wie lang sind die bloß? Ey, nein. Wow, 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 wow. Aufpassen, Junge. Freundchen. So, einer ist hier. Ich glaube, genau an der Stelle, wo ich stehe. Ja, ein bisschen daneben. Ich dachte nämlich immer, dass wenn man einen Pilz hat, dass man dann, dass der andere dann halt nicht mehr erscheint oder so. Aber hey, wahrscheinlich gibt es da sogar noch 5 Herzchen, wenn ein Level das denn zulässt. Boah, jetzt lass mich da rein, so. Schneller hoch. Da war der Trank. Und viele Münzen gibt es doch oben rein. Oh, ich sollte mich aber beeilen. Ja, weil das hält echt nicht lange, aber es hat noch geklappt. So. Stirb! Stirb! Ich muss ein paar Ausdrücke machen. So. Oh, Mann, fast. Okay, dann eben nicht. Der sieht mir so verdächtig aus. Aber hier ist nichts, oder? Der Raum ist nur für das eine da gut. Da muss ich durch die Röhre schlüpfen. Hä, wer weiß. Na, kann man natürlich nicht. Und eine Uhr, die alles einfriert. Das ist echt alles klasse, aber... Ey, wo zum Teufel muss man lang? Hier, das hier. Oh ja, stimmt, er kann ja nicht explodieren. Mir fällt nur ein, dass dieser brüchige Boden so ein bisschen verdächtig aussah, aber eigentlich, ne. Vielleicht muss ich ja hier rüber. Natürlich. Hier sind doch Vögel. Oh, das ist doch mal schlau gemacht. Okay. Da kommt man nicht direkt drauf, aber ja. Es geht auch nach links weiter, natürlich. Das Spiel ist auch so ein bisschen rätsellastig. Und, oh, wäre da jetzt nur so ein Kraut gewesen. Ich wäre so ausgerastet. Aber eine Rakete, gut. Warum nicht? Gab's ja schon lange nicht mehr. Und, oh, und die gab's auch schon lange nicht mehr, diese Vögel mit der Maske. Ich meine, ist ja im Grunde Wayne, weil die einfach nur rumspringen und laufen, wie jeder andere Gegner. Aber, naja. Ich muss es ja extra sagen, weil mir so langsam die Ideen hier ausgehen. Ist aber schon, ich finde es ein bisschen einfacher als jetzt das letzte Level. Vielleicht wird es dafür umso länger oder ich weiß nicht. Oder wie soll ich den Scheigei hier ausweichen? Hey, guck mal, ich habe den einen Typen da weggeglitscht.
Es geht ja so oft, auch in, ja, auch in Mega Man Castlevania hat man es oft benutzt, ihn einfach wegzuglitschen, wenn man aus dem Bildschirm rausgeht. Jetzt rüber! Ich wollte hier so rüber landen, aber hey, ich habe 4 Herzchen, meine Güte, was soll schon schief gehen? Und jetzt hier hoch. Oh. Natürlich, jetzt kennst du natürlich wieder Kollision, das Spiel, aber manchmal gehen auch Schüsse durch Wände. Ah! Oh, 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 das ist heftig, da geht die Leiter lang. Aber wenn ich so in der Mitte stehe, wow, aber 4 Herzchen hier, das brauche ich definitiv. Ach, wie geht's denn hier weiter? Ach, scheiße. Schnell. Ach, du Scheiße, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße. Jetzt da hoch, genau. Jetzt hier hoch. Ist schon trotzdem nicht ohne. Ich meine, wenn man bedenkt, dass ich 4 Herzchen hatte, dann, gut. Naja, ich habe 4 Herzchen noch, immer noch, denke ich, genau. Das sieht schon irgendwie klappen. Wow. Jetzt hier hoch. Warten, ja. Oha. Hey, immer diese. Boah. Ach, übrigens habe ich gerade ein leeres Haus. Meine Eltern, mein kleiner Bruder sind weg. Ey, das passiert so selten, weil immer, wenn meine Eltern weg sind, ist mein kleiner Bruder da. Und das kostet mich schon ein bisschen an. Okay, jetzt Birdo, oder was weiß ich. Ich will noch länger mit 4 Herzen rumrennen, ganz ehrlich. Okay, Birdo. Ist das vielleicht schon der letzte Kampf gegen Birdo? Ich weiß nicht, ob es die letzte Welt ist oder die vorletzte. Meine Güte. Boah. Ja, ich dachte, ich wäre unbesiegbar, wenn ich... Ach, egal. Ich kann Kamikaze machen, Mann. Ich habe so viele Leben. Birdo kann mir nichts anhaben. So. Jetzt hier schön hier rein und... Jetzt gucke ich nochmal ganz genau. Ah, okay, ich habe nochmal 4 Buttons. Ey, ich will jetzt auch was kriegen. Komm, wenigstens ein Leben. Na. Auch nicht. Ja, ich muss das ein bisschen schneller machen. Das ist... Okay, ein Leben schon mal haben wir. Okay. Ja, ein Leben schon mal drin. Und das zweite Leben schon mal drin, so. Das ist schon cool gemacht mit den Sherry, ich meine... Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt Leben zu kriegen. Ich habe noch nie wirklich 3 volle gekriegt hier. Er sagt nicht, dass ich, wenn ich Timing mache oder so, irgendwie die Chancen erhöhen könnte, aber... Hm. Da seht ihr es doch. 2 Level nur, 2 ganze Level. Aber immer noch die Musik. Okay, könnte ich da vielleicht nicht... hinter ihn drunter, aber er ist... geht alles schon so klar. Ich fand die Wüste bis jetzt hier irgendwie schwieriger. Oh, aufpassen. Jetzt wird wahrscheinlich hier viel Schieße kommen. Oh, ist da rein. Ach du Scheiße, das sieht ja geil aus hier. Ein Fließband. Mann, ey, solche Ideen könnten in dem Spiel laufend vorkommen. Das tut es manchmal nämlich nicht. So. Ich meine, ein Fließband ist nichts Besonderes. Ich weiß, aber irgendwie... Ja, ich habe sowas in Mario jetzt nicht so gesehen. Super Mario Bros. 1 und so. Zu der Zeit sicherlich ein lustiges Jump'n'Run. Aha! Einfach weiter! Ja. Boah, die Viecher hasse ich so. Die haben so die meisten Todesfälle überhaupt zu verschulden, würde ich sagen. Ach, jetzt hier auch noch lang. Ah! Gut. Hoch oder weiter nach links? Ich gehe nach links, weil da ist... Oh, es geht ja gar nicht. Wahrscheinlich denke ich auch, das gehört zum Teil der Kulisse. Ah. Okay, das wird jetzt sicherlich ein riesiges Labyrinth oder was weiß ich. Wenn ich dann auch noch einen Schlüssel suchen muss. Aber das ist... Ich wollte sagen, das ist einfach. 3 Leben. Ach, 5. Ah, ich habe ja voll Leben wieder verdient, natürlich. Wie schön zu wissen. Also gut, jetzt Konzentration, Peach. Denk dran, du hast den Swag. Der Kleine in der Mitte, der macht mir so Sorgen. Ich kann auch in der Mitte stehen bleiben. Oh, hier so. Ja, genau, perfekt. Nein! Peach. Ach Gott. Der Raum ist noch nicht zu Ende. Wenn ich jetzt hier Dreck abkratze, wäre es ein Leben verschenkt. Oh. Okay, das wird ja jetzt hier nicht so schwer sein. Nein! Nein! Ey, ich fall noch in den einen da rein. Das bin ich mir sicher. Ey, es war ganz vorsichtig, Peach. Jetzt hier schön rein. Okay. Hier könnte ich wieder nach unten. Ich gehe einfach mal nach unten. Ich meine, man kann ja immer den Weg zurückgehen. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Viele Leitern. Ah, weiter nach unten. Ich gehe jetzt hier mal hier durch. Vielleicht bin ich ja richtig oder... Ach, bin ich hier rausgekommen. Okay. Setze ich mal die Flasche ein. Komm, jetzt hier muss hier ein Pilz sein. Genau.
Hey, jetzt habe ich mir das Leben doch schon mal ein bisschen erleichtert. Hier drin. Gut, und was ist hier drin? Ah, eine Bombe! Danke! Boah, das ist doch schlimm. Aber besser erst den Pilz gekriegt, statt... Also, wenn ich die Bombe als erstes rausgezogen hätte, wäre ich hier schon mal fertig. Oh Gott, das wird jetzt schwer. Oh, das ist doch heimtückisch. Da kommt man noch nicht so leicht hoch mehr. Oh. Zumindest hier raus will ich. Oh, wenn ich jetzt runterfliege. Und wieder schön zurück, so. Gut, aber drei Herzchen, das gefällt mir schon mal sehr. Das beruhigt mich ungemein an so einem Level. So. Immer weiter hoch. Okay. Ich vergiss mal, wie die langlaufen. Ach, du Scheiße. Ich muss vorsichtig sein mit dem Leben. Ich bin jetzt echt vorsichtig. Am Ende kommt wieder irgend so eine Scheiße, die mir nicht gefällt. Vielleicht ist der Endgegner hier Mist oder was weiß ich. Ah, also gut. Wenn ich links am Rand bin, kann mir schon mal nichts passieren. Warum mache ich einen Hochsprung? Den erreiche ich doch eh nicht, oder? Nee. Okay, gut. Jetzt hier hoch, hier hoch. Jetzt so rüber. Oh, gut. Aufpassen! Das war klar, das war klar. Die sind da, die sind schon so fies gegeben. Vor allem, ich komme da gerade gar nicht hoch. Ich komme da nicht hoch! Boah, Peach! Meine Güte. Ah! Alter, das ist doch schrecklich hier. Schnell hier durch. Oh, heftig die Stelle. Vor allem, man kommt eigentlich an diese kleinsten, leichtesten Stellen nicht hoch. Und ich habe die Bossmusik gehört und ach. Ich hätte direkt den Powerblock nehmen sollen. Gut, Powerblock. So, boah, nerven die Viecher. Ja, so. Wahrscheinlich wird erstmal wieder Birdo kommen. Ah, Duppen. Wow, das scheint ein bisschen komplizierter zu sein, als einfach nur Birdo. Wenn du geduckt bleibst, Peach. Wow. Und wieder runter. Toll. Da kommt ja natürlich die Bossmusik und jetzt, wo Birdo da ist, nichts. Muss ich Birdo killen? Hat es überhaupt einen Sinn? Ich muss einfach nur hinter Birdo gelangen, finde ich. Aber nein, ich mach's einfach mal aus Solidarität. Birdo ist hier, denke ich mal, ein normaler Gegner, aber... Wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Schlüssel oder so, wenn ich Birdo jetzt kille. Ja. Ja. Und, komm. Jo, Birdo spuckt einen Schlüssel aus. Wie gut, dass ich mich doch noch dazu entschlossen habe. Oh, natürlich, natürlich. Komm her. Ich scheue dich nicht. Oh, natürlich. Und jetzt die ganze Zeit auf dem... Ah, ne, das ist kein Fließband. Tschüssi. Damit kann man doch die Gegner da killen, ne? Genau. Wie war denn das passiert? Ach, Wayne, Hauptsache. Hauptsache, es klappt. So, jetzt hier rüber. Ist doch schon mal gut gegangen. Und jetzt kommt jetzt Boss, oder? Ich weiß nicht. Na, ja, die Perle, gut. Genau, nach der Perle kommt der Boss. Ah! Der Boss ist... Ey, das hat mich so erschreckt jetzt. Der Boss ist das Tor selber. Krank. Ah! Nein! Was für ein Drecksvieh, das ist bestimmt easy, aber trotzdem, ey, das war jetzt ein bisschen, das war nicht die feine Art. Ich wollte gerade durchs Tor gehen, Mann. Nein. Komm, jetzt stirb. Und erledigt. Jetzt soll ich durchgehen. Willst du mich wieder verarschen oder was? Okay, das war's noch nicht. Gut. Oh, jetzt ist mal Bobklötze statt Lego. Das scheint mir jetzt so ziemlich der letzte Boss zu sein, oder? Oh mein Gott. Ah, das ist doch der Typ, doch. Das ist der letzte Boss. Nicht zu fassen. Die Musik ist geil. König Wart. Und der hat mich von... Ah, ich habe auch nur ein Herzchen kommen. Ich habe doch noch zwei Versuche. Und die müssen jetzt hinhauen, sonst war es das. Also den Kohlkopf daneben, der aus der Maschine kommt. Okay, so. Wart. Nimm das. Nein! Ah, warum werde ich getroffen? Warum spiele ich gerade wie der letzte Noob, ey? Unglaublich. Wie? Ich habe doch Wart getroffen. Boah, das läuft überhaupt nicht gut. Ah, scheiße. Nimm an, Peach. Nimm an, Peach. Peach, du Hausfrau. Mann, die kommen manchmal so scheiße geschossen, die Teile. Ich habe da jetzt einfach Panik. Auch wenn er bestimmt einfach ist. Aber ihr wisst schon, ich bin so weit gekommen jetzt. Ja, ist doch klar. Das kann eine Weile dauern.
Ja. Nein, nein. Oh, spuck doch schneller aus. So, ein Kohlkopf. Vielleicht kann ich nur mit Kohl... Ja. Toll, ich muss ihn ganz genau in die Fresse werfen. Oh, meine Güte. Jetzt nimm, 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 nimm. Ach, das läuft scheiße. Was? Der ist unbesiegbar, der Typ. Ich glaube, ich muss irgendwas anderes machen, oder? Vielleicht, wenn er den Mund aufmacht. Kann das sein? Ey, ich weiß nicht, wie der geht. Ganz ehrlich. Werf mal. Oh, ich renn mal zurück. Mal gucken, was hier noch so... Finde ich hier nicht noch irgendwas... Ey, tut mir leid, ich habe ihn gerade voll abgeworfen. Ihr habt es gesehen, aber nichts ist passiert. Mann, nimm mit doch an, Peach! Oh, vielleicht sollte Peach nicht das Traumland retten. Ja, letzter Versuch. Ich würde jetzt zulieben, gerne auf Pause drücken, um zu gucken, wie man den macht. Aber nein. Ey, das ist doch nicht fair, oder? Ey, kommt. Ja. Danke, Mann. Den kann man nicht abtreffen. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Was für ein scheiß Endgegner. Da, da, da. Es hat nichts gemacht. Ja. Gemüse. Vielleicht muss ich alle Gesichter abwerfen. Alle. Ja, ganz bestimmt. Ja, vielleicht kann man mit den Gemüse... Ich meine, es ist Gemüse. Damit verletzt man auch keinen ernstzunehmenden Tyrann. Warum kann er nicht eine Axt hinter ihm sein oder so? Nimm. Hä? Wie? Das soll jetzt nichts passiert. Bin ein bisschen angekotzt von den ganzen hier jetzt gerade. Weil ich nicht weiß, wie es abgeht hier. Ey, ganz ehrlich, ich drücke mal auf Pause und jetzt muss ich doch nachgucken, wie der geht. Aber das ist nicht fair, finde ich, weil... Jeder Gegner klappt nach der Werfmechanik, aber der anscheinend nicht, also bis gleich. Ja, anscheinend muss man ihn doch abwerfen, natürlich, aber man muss seinen Bauch treffen. Seinen Bauch, okay. Aber man muss irgendwie ziemlich nah an ihn rangehen, habe ich gesehen, bei einem Speedrun. Und das ist ein Speedrun und der ist trotzdem echt langsam gewesen, der Typ. Also irgendwie scheint das kein gutes Zeichen zu sein. Ey, nimm den doch einfach mal an, Peach. Ja, nimm, 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 ich... Oh, ich muss hier noch mal ein bisschen auf Risiko. Ey, ich hab... Oh, nee, nicht ganz. Ich muss das Weiße da treffen. Nein, es klappt auch nicht. Seht's euch an, ich hab's doch wie in einem Video gemacht. Ich muss so. Ey, das ging nicht. Ey, Leute. Ey, ich bin jetzt sowas von erzürnt. ja, am liebsten hätte ich jetzt ein Safe State da errichtet, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf das Spiel. Nein, ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Wie geht der? Ich werde da jetzt offscreen nochmal zu dem hingehen und den dann nochmal machen. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Lust, euch das Ganze hier nochmal zu zeigen. Weil, ihr seht's doch, ich habe es vernünftig gemacht. Also ja, wir sehen uns dann wieder vor dem Boss und dann mache ich den eben schnell fertig und dann ist gut. War echt nicht der Rede wert, ganz ehrlich. Ah, du Scheiß...